Dieses Video geht eine Person, die man kennen muss. Einen Retro-Experten, den es nicht zweimal auf der Erde gibt. Mit ihm zusammen habe ich angefangen zu LP'en. So einige witzige Sachen habe ich schon mal mit ihm erlebt. Er hat schon echt ein paar ziemlich gute Leistungen abgelegt. Jedoch habe ich einige Sachen mit ihm zu klären. Der wären zum einen seine ganzen Videos über Leute mit niedrigerer Anzahl an Abonnenten, über der er sich andauernd lächerlich gemacht hat. Zum anderen, aber auch das Chainsaw Man 16 muss sterben Video. Er hat einfach so viel Hass in diesem Video gezeigt. So viel Hass und... Ich kann es einfach nicht mehr aushalten, es geht mir einfach jetzt einfach nicht mehr aus dem Kopf. Ich glaube echt, er sucht Streit. Nein, ich weiß es sogar. Er muss Streit suchen, wenn er so einen Mist macht. Es ist vielleicht jetzt schon sehr, sehr lange her. Aber das ist noch längst kein Grund, sowas mit mir zu machen. Und somit sage ich voller Wut. Weehawk LP muss sterben für das, was er getan hat. Es muss jetzt Rache für das geben, was er tut und was er meint machen zu müssen. Denkst du, es würde so einfach werden, mich zu verarschen oder was? Nein, das wird es auf keinen Fall! Niemals. Natürlich wäre es zu schade, dieses Video nur für meine eigenen Zwecke zu nutzen. Du hast eine ganze Gruppe von Zuschauern enttäuscht. Alles, was diese Gruppe wollte, war Weehawk in Strapse. Diese simplen Wünsche konntest du nur aber noch nicht mal erfüllen. Deshalb hat ihr Führer dir etwas Wichtiges mitzuteilen, im Namen aller Leute. Arknight917. Hallo Weehawk. Ich weiß, dass du nicht mit mir rechnest hier. Aber auch ich habe ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Du kannst nicht einfach so weitermachen. Du kannst nicht probieren, uns mit Franz Lang abzuspeisen. Oder gar mit irgendwas anderem. Wir wollen dich in Strapse sehen. Und weil du das bis jetzt immer noch nicht getan hast, musst du sterben. Riho, dein Ende ist gekommen. Du lachst wirklich. Du wirst damit durchkommen!
das mal eine andere Waffe. Oh, ein Mikrofon. Hey, Chainsaw Man, hast du den Zuschauern etwas zu sagen? Los, du hast die Gelegenheit. Nein, aber ich habe ihm was zu zeigen. Oh, das ist eine lustige Sache hier. Hello and welcome. Oh, oh no. Party Room! Why? Nimm mal bitte. Das wäre was Gutes für Outtakes. Das nimmst du auf? Jesus? Okay, wir müssen schnell auch probieren, wenn die Fahrt ist.